Versuchungen widerstehen. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden und Schattenseiten. Versuchungen. Was sind überhaupt Versuchungen? Eine interessante Frage. Letztlich, Versuchung kommt vom Ausdruck suchen. Man sucht etwas. Und wenn man irgendwo eine falsche Richtung sucht, dann ist es eine Versuchung. So ähnlich wie, es gibt ja auch andere Ausdrücke mit Verlockung und so weiter. Im Grunde genommen, der Mensch sucht danach herauszufinden, wer bin ich wirklich. Der Mensch sucht das Gute. Der Mensch sucht letztlich Verbindung, Liebe, Einheit. In der Tiefe sucht der Mensch nach Gott. Wenn er eine falsche Richtung sucht, dann ist es eine Versuchung. Er versucht irgendwo in eine falsche Richtung. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Versuchungen. Jetzt im Sprachgebrauch ist Versuchung immer das, was einen davon abhält, das zu tun, was richtig ist. Ist natürlich die Frage, was ist jetzt richtig? Man könnte überlegen, richtig ist ethisches Handeln in jedem Fall. Und es ist eine Versuchung, die Unwahrheit zu sagen, um schneller reich zu werden. Es ist eine Versuchung, andere zu betrügen. Es ist eine Versuchung, natürlich auch ungesunde Dinge zu essen und so weiter. Wie kann man denen widerstehen? Vom Yoga her wäre erst einmal hilfreich zu verstehen, Versuchung, wenn man irgendwann etwas angezogen ist, eigentlich will man in eine richtige Richtung suchen. Und eine Versuchung heißt, man sucht in eine falsche Richtung. Das gilt es erstmal zu verstehen. Wenn man das erkannt, gespürt, verwirklicht hat, dann wird man wieder überlegen, ja, wie kann ich meiner eigentlichen Suche gerecht werden? Gut, und dann gibt es im Yoga das Modell der vier Teile des Geistes, im Raja-Yoga, und die können auch helfen, Versuchungen zu widerstehen. Man kann sagen, zunächst mal die Buddhi, das ist die Überzeugung, die eigene Vernunft, Wille und Überzeugung. Man muss erst mal klar machen, was will ich wirklich? Und dann kann man seinen Vorsatz und seinen Entschluss klar formulieren. Das ist die Klarheit des Entschlusses, Buddhi. Wenn man klar gesagt hat, was man machen will, ist schon mal eine Hilfe. Das zweite ist Ahamkara, das Ego. Womit identifiziert man sich? Wenn man sagt, ich sollte wahrhaftig sein, aber ich will jetzt unbedingt schnell das bekommen, dann identifiziert man sich mit ja, seiner Gier und dann hat man die Identifikation damit und dann gibt es nur so eine Art moralische Überinstanz, ich sollte. Wenn du aber sagst, ich bin ein wahrhaftiger Mensch oder ja, ich bin ein Mensch, der gesund lebt, dann hast du dich mehr identifiziert mit dem Guten. Natürlich im Yoga sagen wir am allerbesten, identifizierst du dich gar nicht. Aber man kann die Kraft der Identifikation nutzen und die Sprache kann dazu helfen. Das dritte ist Manas. Manas ist das Denken und Fühlen. Und hier würde man sagen, du kannst dein Denken und Fühlen auch lenken. Wenn du irgendwo merkst, da ist eine Versuchung, kannst du erstmal den Entschluss klar machen. Dann kannst du dir bewusst machen, was du bist und willst, Ahamkara. Und danach kannst du ablenken. Also, du kannst an etwas anderes denken. Wenn du zum Beispiel in Versuchungen geführt wirst, ein Stück Schokolade zu essen, du hast dich entschlossen, heute mal auf Süßes zu verzichten, dann kannst du zuerst mal sagen, heute verzichte ich auf Süße. Zweitens sagst du, ich bin jemand, der heute keine Süßigkeiten isst, Ahamkara. Und dann als drittes stellst du fest, da ist Gier. Und stattdessen kannst du sagen, Zufriedenheit oder Schönheit des Himmels. Du kannst jemand anders vom Herzen spüren. Du kannst dein Bewusstsein weit ausdehnen. Oder du kannst sagen, ja, die Gier nach Schokolade ist Ausdruck irgendwo von Liebe und Freude. Und die drücke ich aber lieber aus, indem ich mein Bewusstsein ausdehne. Oder du wiederholst ein Mantra oder atmest ein paar Mal tief mit dem Bauch und ein und aus. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann geht es ins Chitta, ins Unterbewusstsein. Wenn du regelmäßig Versuchungen, Verlockungen widerstanden hast, dann ist das eine Gewohnheit. Dann wird das machtvoll. Dann wird es künftig mehr passieren, dass du das automatisch umsetzt, was du dir vorgenommen hast. Man kann es lernen, Versuchungen zu widerstehen. Und je häufiger du Versuchungen widerstehst,
umso leichter wird es dir fallen. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Versuchungen widerstehen als Teil des Yoga-Vidya-Lexikons der Tugenden und Eigenschaften, alles zu finden auf www.yoga-vidya.de.